Günstig, schnell und zuversichtlich ist die Seite SebiMods. Diese verkaufen von Unlock All Accounts bis hin zu Money und RP Boosts wirklich alles. Ja, sie haben auf jeden Fall wirklich, wie ihr sehen könnt, sehr, sehr günstige Preise. Ja, die sind auf jeden Fall sehr in Ordnung und haben auch eine sehr gute Bewertung. Ja, ihr könnt auch mit jeder Zahlungsmöglichkeit bezahlen. Mit dem Rabattcode MUTE10 bekommt ihr 10% Rabatt auf jeden Einkauf auf deren Webseite. Ein Link dazu ist in der Videobeschreibung verlinkt. Was geht denn um dieses Video? Und ich bin tatsächlich ein bisschen spät dran, aber ich mache es trotzdem. Wir haben jetzt heute, wenn ihr dieses Video seht, ja, Samstag, und es war am Donnerstag eine Eventwoche. Und diese Eventwoche werde ich euch einen kleinen Teil von vorstellen, weil da ist jetzt ein bisschen was Cooles dabei. Auf jeden Fall, da ich damals resettet worden bin, habe ich ja wirklich alles verloren. Ich war ja wirklich auf Null, hatte wirklich gar nichts, und jetzt ist es wieder da. Und diese Bodysuits, die wir hier ja, damals freischalten konnten, das war, meine ich, 2019, die gibt es jetzt wieder. Das ist quasi wie mit den Bierhelmen. Diese waren ja auch mal kurz da, und das haben wir jetzt hier auch an der Stelle gemacht. Ja, jedenfalls werde ich euch heute in diesem Video zeigen, wie ihr diese bekommen könnt und wie ihr das am besten anstellt. Das ist auf jeden Fall super, super easy. Ich war mit ein paar Jungs, mit ein paar Freunden hier in der Lobby, wie ihr das sehen könnt. Ich habe auch versucht, jetzt hier alle zu verlinken. Wenn ich wen vergessen habe, schreibt mir ganz einfach privat, wenn ihr das seht. Schickt mir einen Link, damit ich weiß, dass ihr es seid, und beweist, dass ihr auch wirklich mit dabei wart. Ja, auf jeden Fall fangen wir direkt mal an. Wir müssen ganz einfach mit ein paar Freunden in die Lobby. Mit mindestens 4 Leuten müsst ihr in eine Lobby. Da haben wir jetzt ganz einfach die Freundessitzung genommen. Und ja, wenn ihr frisch in die Lobby reingeladen seid, kann es bis zu 20 Minuten dauern, dass diese Eventware dann ganz einfach kommt. Und ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, das ist die Eventware. Wenn da in diesem Titel steht Eventware, seid ihr richtig, dann müsst ihr verschiedene Sachen machen, wie zum Beispiel in meinem Fall war es jetzt hier gleich hacken. Wir werden uns das gleich noch ein bisschen angucken. Das Video wird auch, ja, tatsächlich sehr kurz. Das ist jetzt tatsächlich ein kurzes Infovideo, war da diese Anzüge eigentlich sehr, sehr besonders sind. Ja, sollten die jetzt so wieder mal einmalig drin sein, ist das jetzt wieder auch ein besonderes Outfit, was man sich dann freischalten kann. Ich will gar nicht so viel rumlabern, wir springen in das eigentliche Video rein. Let's go! Hier können wir jetzt sehen, hier steht Hacke das Sicherheitsterminal. Ich bin da mit einem MK2 hingegangen, habe noch die Jungs ganz einfach in den MC oder auch CEO Club einfach mal eingeladen, damit wir uns gleich nicht gegenseitig abballern. Dann sind wir jetzt hier an das Terminal gegangen, haben das Ganze einfach einmal gehackt. Da musste man so einen Code eingeben, den ihr hier jetzt einmal sehen könnt. Das ist auf jeden Fall bei jedem unterschiedlich. Es ist komplett unterschiedlich, was man machen muss an Missionen. Auf jeden Fall, wenn da steht Eventware, seid ihr richtig. Und jetzt geht die Schießerei auch schon los. Hier haben wir ein paar Feinde, die uns attackieren wollen, die uns an der Ware ganz einfach hindern wollen, die wollen, dass wir diese Ware nicht bekommen. Das sind Bots von Rockstar Games logischerweise, und hier steht auch schon das Auto. Das können auch Kisten sein, das ist bei jedem anders, das können auch mehrere Kisten sein, die man abliefern muss. Da reichen allerdings 1 bis 2 Stück, wenn ihr diese Kisten habt, dass ihr diese ganz einfach abliefert. Ja, der Rest ist halt nur für den Nachtclub. Wir können auch sehen, hier sind jetzt insgesamt 2 Stück. Das sind jetzt 2 Kisten, wenn man das so nennen würde, wenn man das Auto kaputt macht, würden daraus 2 Kisten ganz einfach rauskommen. Und das werden wir jetzt auch gleich ganz einfach einmal sehen. Wir fahren jetzt hier auf entspannt zu unserem Nachtclub. Wenn wir dann am Nachtclub angekommen sind, beachten wir natürlich die Zeit. Wir waren jetzt perfekt und haben es erfolgreich abgeliefert. Hier können wir jetzt auch sehen, das waren insgesamt 2 Kisten. Es ist halt ein Auto, also 2 Kisten. Wenn ihr das auch so habt, sind es dann auch 2 Kisten. Bei der Zerstörung sind es dann jeweils 2 Kisten, die ihr dann wegbringen müsst. Ja, ist auf jeden Fall so richtig, richtig chillig. Wir können jetzt hier sehen, wir haben einen grünen Bodysuit hier an der Stelle freigeschaltet. Das ist das, was man hier in dieser Eventwoche freischalten kann. Wir werden uns das an dieser Stelle jetzt ganz einfach einmal angucken. Dafür laufen jetzt hier diese Treppe im Nachtclub ganz einfach einmal nach oben, ziehen uns ein Outfit ohne Duffelbag an, das wäre tatsächlich ganz sinnvoll, laufen dann jetzt hier die Umkleide und gehen dann hier an unseren Kleiderschrank. Wenn wir an diesem Kleiderschrank angekommen sind, können wir dann jetzt hier ganz einfach einmal Steuerkreuz rechts drücken, dann ganz einfach auch die Outfits gehen, und das ist dann bei den Bodysuits, nicht bei Spezial, sondern wirklich bei den Bodysuits. Das ist das Drahtmodell Bodysuit. Ich hoffe, da
das ist richtig ausgesprochen. Es gibt ein grünes und ein pinkes, da kann ich direkt mal sagen, das Pink, und es gibt auch Orange, aber das hat jetzt gerade nichts mit dem Video zu tun, dass diese beiden auf jeden Fall krass selten sind. Es gibt auch noch ein blaues, das ist auch verdammt selten. Ja, es ist jetzt so ein Basic, was man direkt bekommen würde. Und Pink ist halt ein wenig seltener, das könnt ihr allerdings auch in dieser Eventwoche bekommen. Jedenfalls sind es jetzt hier einmal grün und einmal pink, die ihr in dieser Eventwoche freischalten könnt bis nächste Woche Donnerstag. Dann gibt es schon wieder eine neue Eventwoche, da gucke ich mal, da ich auch ein Video zu mache. Ja, Freunde, das soll es von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Like und mit einem Abo, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Teilt das Video nur noch auf eure Mitteilung, Freunde, und aktiviert auch oft korrekt die Glocke, damit ihr kein weiteres Video auf diesem Kanal verpasst. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video und nächsten Livestream wieder. Bleibt gesund und ciao. Cross the fence, it's